So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review-Video. Heute teste ich hier diesen Spiralschneider. Den habe ich auf Amazon wieder mal gekauft. Ihr wisst, Amazon ist wirklich günstig und schnell im Versand. Und ja, ich kaufe da halt immer so meine Sachen. So, heute testen wir hier diesen Spiralschneider. Ich finde den richtig cool. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das war jetzt hier eine Aubergine. Ich zeige euch das jetzt gleich wieder mit einer Aubergine. Und ja, dieser Spiralschneider, der ist halt echt cool und der funktioniert halt sehr schnell. Damit könnt ihr halt so gesunde Rezepte machen. Anstatt zum Beispiel Nudeln macht ihr hier die hier wie Spaghetti, hier die Aubergine. Dadurch halt weniger Kalorien. Und ja, das ist jetzt hier mit dieser Spiralschneider gewesen, also hier mit dieser Form. Man kann die Formen hier auswechseln. Also jetzt ziehe ich zum Beispiel das hier mal raus. Zack, nehmen wir jetzt mal hier diese Form, also hier werden die wahrscheinlich ein bisschen dicker. Es gibt noch eine andere Form. Das ist halt so, da werden die halt richtig dick. Wir nehmen mal hier die mittlere Stufe. Zack. Ist drin. Ja. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Und das Ganze ist auch halt wirklich pflegeleicht. Das ist Kunststoff, was nicht riecht oder so, kann man einfach in die Spülmaschine reinschieben und das ist dann alles wieder sauber. Also ist sehr pflegeleicht und vor allem auch leicht. So groß ist es auch nicht, wie es jetzt aussieht. Also man kann es gut irgendwo hinstellen. Und das Beste ist, für den Halt, hoppala, für den Halt habt ihr hier noch so Nocken, bisschen Nocken. Also da macht ihr das Gerät hier so dran und es ist dann auch wirklich fest. So, also wie ihr seht, die Einzelteile kann man locker rausnehmen. Das geht alles ganz schnell. Genau, jetzt haben wir das. Ich habe hier schon eine Aubergine vorbereitet. Die habe ich so in, ein bisschen geschnitten, ein bisschen habe ich dran gelassen. Und jetzt macht ihr einfach Folgendes. Oh, jetzt ist sie ganz fest. So, macht ihr Folgendes. Ich zeige euch das mal kurz so. Ihr nehmt hier das kleinere Teil. Steckt es hier rein, so, und das größere Teil hier rein, so, und das könnt ihr eigentlich so mit fast allem machen. Und jetzt hier ein bisschen zurückdrehen, also hier ein bisschen dran drehen, dran drücken und jetzt ganz easy drehen. Und schon könnt ihr sehen, haben wir hier solche dickeren Streifen. Jetzt müssen wir das mal... So. So sehen jetzt die dickeren Streifen aus. Und es geht halt auch relativ schnell, also zack. So einfach. Und ja, damit könnt ihr wirklich super Rezepte machen. Ich zeige euch jetzt nochmal hier die andere Form. So, verwechseln wir das Ganze hier. Wenn wir die Form wieder rauskriegen hier. So, die habe ich ein bisschen fest reingemacht. Ziehen wir die andere raus. Zack. Und ich habe halt vor, jetzt damit so ein Hähnchengericht zu machen. Also ich werde die hier andunsten. Erstmal mache ich hier meine Hähnchenbrust. Also ich werde erstmal meine Hähnchenbrust in die Pfanne geben und dann das hier dazu. Und dann vielleicht noch Zwiebeln dazu und so weiter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben, dann kann ich euch auch mal so ein Gericht zeigen. Heute zeige ich euch nur das Review dazu. So, jetzt benutzen wir das etwas noch dickere. So. Zack. Und so sieht das dann hier aus. Das stecken wir dann wieder hier in dieses kleine Loch da rein. So. Zack. Ist wichtig, dass das hier so fest ist. Drücken wieder dagegen und einfach drehen. Ganz easy. So, das sind die etwas dickeren. Also meiner Meinung nach finde ich die dünneren besser. Deswegen mache ich jetzt auch von den dünneren wieder. So, das könnt ihr auch wieder abmachen. Weil ich will es eher so nudelmäßig haben. Ja, okay, das geht hier eigentlich auch. Obwohl, ja komm, lassen wir das bei den dicken. Das dicke ist eigentlich auch gut. Nur das mittlere war nicht so. Das war ja eher so streifenmäßig. So, jetzt guckt ihr, dass das drin ist, fest.
Und wie ihr seht, geht das wirklich ganz schnell. Klappt auch wirklich super. So. Das sieht mehr aus, als es ist. Also wenn ihr das ganz andunstet, dann wird es voll wenig wieder. So. Was übrig bleibt, ist so ein kleines Stückchen. Das könnt ihr entweder essen oder auch mit reinnehmen. So. Jetzt haben wir hier das fertig gemacht. Also ihr könnt sehen, verschiedene Arten. Das mittlere, das dünnste und hier das gerade eben. Und ja, das Ganze ist pflegeleicht, wie gesagt. Ihr könnt es einfach in die Spülmaschine reinstellen. Ihr könnt es von Hand sauber machen. Das ist Kunststoff, was nicht riecht. Das verrostet hier auch nicht. Ja, also ich kann euch dazu sagen, das Gerät ist wirklich super. Gerade damit kann man wirklich gesunde Rezepte machen. Wenn ihr Bock habt, zeige ich euch auch mal so ein Rezept. Schreibt es mir einfach unter die Kommentare oder gebt diesem Video am besten einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, so bei 40, 50 Daumen nach oben würde ich so ein Kochvideo machen. Ich habe hier eigentlich auch schon was vorbereitet, aber das dann zum nächsten Mal. So, ich verlinke euch das hier, den Spiralschneider. Den könnt ihr euch dann auf Amazon kaufen, wenn ihr Bock habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich zeige euch noch kurz hier meine Hähnchenbrust, die ich hier vorbereitet habe. Also das sind hier so die Hähnchenstückchen und die werden dann erstmal angedunstet und dann kommen die Zucchinis dazu, Zwiebeln und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.